Ja, meine Damen und Herren, heute lernen wir ein bisschen Deutsch. Ja, genau, das habt ihr richtig gehört. Heute lernen wir ein paar Umgangssprache auf Deutsch. Also, seid ihr bereit? Dann los geht's! Today's video, we are going to learn a little bit of German. If you guys are interested to learn about slangs or colloquial terms in German, then stay tuned. Stay tuned, sit back, relax, and learn with me. So what are you waiting for? Let's start now! Hallo, guten Tag. Wie geht es dir? Na, Digga? Was geht ab? Nigga? Hast du gerade Nigger gesagt? So ja, yeah, was geht ab? Was geht ab, na Digga? Na alone is sort of, yeah, hey, hi, or like, what's up? Because you can also just say, na, and then that means, how are you? You know? And then Digga is term for dude. So, na Digga? So, how are you, man? How are you, dude? Was geht ab? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's? Okay, enough. That's for the first scene. Ich gehe kurz auf das Klo. Ich muss mal. Was musst du? Ich muss mal. Hä? Ich muss mal. Naja, ich muss mal groß. Was meinst du denn? Ach Mann, ey. Oh. Du musst auf das Klo gehen. Next term, ich muss mal. Yes, people, or especially adults or kids, would say, Mama, ich muss mal. It's like, ich muss mal was. So that means they have to go to the toilet. They don't say the last word or the verb. Because, you know, in German language, if you have the modal verb muss, soll, können, your action verb should be put or placed at the end of the sentence. But in this case, ich muss mal auf das Klo gehen. So people find it too long to say, that's why they say, Mama, ich muss mal. Ich muss mal. Instead of saying, ich muss mal auf das Klo gehen. Geschlechtsverkehr bei uns vor der Hochzeit oder Ehe ist verboten. Was? Er darf nicht vögeln? 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 Nein! Vögel! Vögel! Yeah, that's number three. Geschlechtsverkehr is so academic. Vögeln? That's, you know, that's more strong or Umgang or colloquial. Vögeln. Oh, sorry. I'm so sorry. But yes. That's, yes. You get it right. Right? Yes. Exactly. You are intelligent. Bist du noch da? Hallo? Ich verstehe nicht. Was? Ich verstehe nichts. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nichts. Nein. Nix. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nichts. Ach Mensch, ey. Ich verstehe nur Bahnhof. Yeah, that means you don't understand anything. Maybe because the acoustic was bad or it was not making sense at all. So you can say, Moment. Ich verstehe nur Bahnhof. Yeah, that's something you can use day to day, you know? Or if you're working with friends or colleagues. Entschuldigung, aber ich verstehe nur Bahnhof. Toot, 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 toot. Ich verstehe nur Bahnhof. Toot, 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 toot. Yeah. Hey, wir trinken heute Abend bei mir. Hast du Lust? Nee. Dankeschön. Wir machen schon ein Sit-in bei mir. Hast du Bock? Hä? Bock? Ich hab aber hier Buch. Meinst du das? Yes, guys, next slang is hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Interesse? Hast du Lust? Are you interested? Are you into it?
that's the meaning of hast du Buch. It's not Buch, sondern Buch. Buch, Buch. Buch, Buch. Genau. That's it! Ja, ich bin schon hier. Hey, Digga! Wo bist du jetzt? Wo steckst du denn? Ach, Mensch. Wo steckst du denn? Where are you? It sounds cooler. Yeah, if you want to sound cool, wo steckst du denn? Instead of, wo bist du? Schatz, wo bist du? So if you are mad with your boyfriend or girlfriend, say, Schatze, wo steckst du denn? Then for sure, he or she will go home right away. Oh man, ich kann nicht meinen Darm entleeren. Du kannst nicht scheißen. Ja. Das ist aber Mist. Kann nicht defekieren. Ja, Mann. Meinst du, du kannst nicht kacken, oder? Ha. Ich kann nicht meinen Darm entleeren. Ich kann nicht scheißen. Also, please. Scheißen or kacken, these are so vulgar words. So, be careful. One time I went to the pharmacy here in Hamburg and told the pharmacist, Entschuldigung, ich brauche Ihre Hilfe. Mein Onkel kann nicht scheißen. And so the pharmacist was like, Scheißen, das ist aber das, das Wort nutzen wir hier nicht. And I was like, I'm so sorry, but... And then she explained, ja, mein Onkel hat Probleme mit seinem Stuhlgang oder er kann nicht defekieren oder er kann nicht aufs Klo. Then, that's better instead of saying, ich kann nicht scheißen, ich kann nicht kacken, because that's super vulgar or informal. So, next time, don't say scheiße, say entleeren, ich kann nicht entleeren. Wow, das ist aber geil. Geil? Doch, doch. Nee. Du bist geil. Nein, ich bin nicht geil. No. Du bist geil. Ja, du bist ein geiler Typ. Okay, guys. That word geil has two connotations. Geil in the sense means cool. Oh man, du bist geil. Wow, das Auto ist geil. Wow, das Haus finde ich sehr geil. But you can also use that word as horny. Say, Schatz. No, I will not go to that direction. But you know what I mean. Yeah, so be careful. Sometimes people... No, I mean, you would understand what people are referring to depends on the context. So do not assume that the person is having sexual interest on you when he or she says, du bist geil. Maybe he or she is just telling you that you are cool. Huh? Well, when you're horny, maybe you're also cool. Or when you're cool, you're horny. I don't know. Du bist geil. Ja, nein, du bist nicht geil, aber du bist geil. Genau. Ganz genau geil. Digga, ohne Scheiß, glaub mir. Ich meine erst ernst. Ja, glaub mir. Ich hab doch gesagt, ohne Scheiß. Digga, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wirklich, glaub mir. Well, ohne Scheiß in the sense means not no shit, but... Like, seriously, no joke. Trust me, believe me, no joke. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Seriously, I'm serious, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Yes, ohne Scheiß. Ha! Das ist aber mir egal. Das ist mir Wurst. Das ist nicht mein Bier. Wo? Wurst? Was laberst du da? Bier. Ach, Bier trinke ich auch nicht. Das ist mir Wurst. Das ist nicht mein Bier. That means it doesn't matter to me. I don't care at all. Das ist mir Wurst. Das ist nicht mein Bier. Genau. Ja, geil, oder? Ich weiß. Na, Digga, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen von mir gelernt. Nein? Naja, geil, oder? Aber mir ist egal. Mehr ist Wurst, ob ihr oder du nicht verstanden hast. Aber Hauptsache, ich kann heute entleeren. Well, that's it for today. Thank you for staying until the last minute of this video. I hope you learned something new and that you can use
now or tomorrow when you start your work or when you go to the office. No, don't do that in the office. Your boss might kill you. No, not really kill you, but might fire you. No, not even, but then you will just surprise them. If you want to sound cool, if you want to sound like native speaker or what, then na diga was geht ab? Ey, Alter, was los? Hast du Bock? Nee, ja, egal, aber du bist geil, ne? Guys, please don't forget to like and share, and for more informative, fun, and useful content videos, please do subscribe now. Yeah, genau. Okay, so this is your Filipino hamburger. Who wants to say? Mehr als Wurst, das ist nicht mein Bier. Aber egal, du bist geil. Was? That didn't make sense actually, but yes. Sometimes what we learn inside the classroom or the language class is not enough. Sometimes we have to go out to the street and interact with the locals, interact with the native speakers, and then there we will be able to widen up or to improve our vocabulary. So, Digga, Alter, ne, heute Abend, sit in bei mir, ne? Ciao!